Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, den 28. Juni. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir haben ein Gap von gestern Abend. Das Gap, ich habe das hier türkis angezeichnet, ist bei 13.151 circa. Das ist, kennen wir ja auch, das ist dann auch unsere Zielmarke hier. Also das ist das Gap. Dieses Gap hier oben, die blaue Linie haben wir gestern gezeichnet, das ist das Gap von letzter Woche. Schauen wir einmal auf die Blue Boxen. Die Blue Boxen gestern, eine 14er, die direkt im ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen ist. Und auch hier nochmal zur Wiederholung, die 14,5er ist auch eine Box, die man mit erhöhtem Risiko traden kann, weil sie ist unter 20, die ist relativ selten. Ansonsten sehen wir alles relativ große Boxen gestern. Wir bleiben bei den DAX und auf 5 Minuten. Gestern gab es richtig gute MTX-Setups, zweimal Short und zweimal Longs, und beide Trades sind mit der Box sauber in den Gewinn gelaufen. Und heute sehen wir bei MTX, es gab hier diesen Long Trade heute Morgen, aber war zu dicht am Daily Pivot. Und wir haben eine Short-Kerze. Jetzt blicken wir einmal auf die Vola-Boxen. Das sind die grünen Boxen. Wo kommt die rein? Also Forecast ist 13.238, das heißt 10 Punkte tiefer als aktuell. Die Vola-Boxen sehen wir gestern hier. Ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart. Und sehen hier, da waren gestern welche zu traden. Hier war eine zu traden am Nachmittag oder am frühen Abend. So, mal gucken, wie es heute läuft an dem Dienstag, dem 28. Juni. Ja, welche Falle platzieren wir zuerst? Ich würde sagen, wir sind dichter an der 13.2. Das heißt, ich habe die 13.2 erstmal als Falle. 13.207 gehen wir long oder 13.192 Short, und wir blicken wie jeden Morgen einmal auf den Gesamtmarkt und fangen an bei Bitcoin. Vorlage, Zickzack-Linie. So, Bitcoin wieder in Richtung 20.000. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long, aber da sieht es wieder tendenziell eher, dass wir die 20er Marke nochmal antesten. Ethereum, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily hier im Abwärtsbereich noch Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Dann kommen wir zum Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zu Öl, Daily Short, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und der letzte Markt ist der DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also ich würde heute auch sagen, Tendenz
wieder eher in Richtung Erholung. Ja, aber jetzt, der Kurs ist bei 13,231. Gut, die erste Falle ist platziert, melde mich dann gleich noch. So, 7, 6, 5, 4, 3 und los geht's. Wir haben Wohlerboxen, die dicht beieinander sind. Wir sehen es hier. Und die Markteröffnung, es geht direkt nach oben erst einmal. Also die erste Wohlerbox 13,238 und wir sehen, der Markt zieht nach oben. Wenn wir also dann wechseln wir die Big Number nach oben. 13,307 zu 13,292. Oben haben wir keine Wohlerbox, sondern eher im unteren Bereich. Schauen wir mal, ob wir oben reinstoßen in die Falle. 80 gehandelt und wenn wir in Richtung 92, 93 kommen, dann wird letztendlich schnappt die Falle dann zu. So, es ist 9:06 Uhr und wir versuchen nochmal in Richtung der Big Number zu laufen. Noch ist der Trade nicht aktiviert. Aber wir sind jetzt bei 90, 91, noch ein Schub nach oben. Und wir sind geschlossen. Es ist 9:07 Uhr, noch ein Punkt. Dann wird die Box aktiviert. Jetzt sind wir scharf geschalten und wir sind im ersten Trade short. Erster Trade short, ab dem zweiten gehen wir auf angepasst. Und wir sind im zweiten Trade und das bedeutet, wir gehen auf angepasst und versuchen nach oben rauszugehen. Nach unten ist die Zielmarke denn auch ähnlich bei der 50er, die blaue Zone hier. Dann schauen wir mal, wo der Trade hinläuft. Und das ist der Eröffnungstrade. Und wenn wir jetzt Richtung 40 laufen, 42, 49, schließen wir jetzt den Trade. Das war der Eröffnungstrade, 13.300 von der Big Number. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum ganz normal weiter. Ich wünsche allen noch gute Trades und dann bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.